Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Herzlich willkommen wie immer dienstags zu einer weiteren, zu einer neuen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Wir wollen heute beginnen mit dem Blick auf den Goldpreis. Hier haben wir zuletzt eine technische Reaktion nach oben favorisiert und geknüpft war diese Hoffnung zum einen an die positiven Divergenzen, die man im mitgebrachten Chart auch sehr schön erkennen kann. Sowohl der RSI als auch der MACD haben zuletzt neue Verlaufstief bei dem Edelmetall nicht mehr bestätigt durch entsprechende Indikatorenpendants und das ist immer ein guter Nährboden oder ein gutes Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend doch einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Zum Zweiten hatten wir diese Hoffnung geknüpft an die COT-Daten, die Commitment of Traders-Statistiken, die wöchentlich veröffentlicht werden. Und da war das Ausmaß an spekulativen Long-Positionen doch auch deutlich zurückgekommen, auf sehr niedrigem Niveau angelangt. Und last but not least diese Hoffnung geknüpft an ein potenzielles 1-2-3-Tief im klassischen Chartverlauf. Auch das habe ich im mitgebrachten Chart eingezeichnet. Diese kurzfristige untere Umkehrformation ist nun Realität geworden und sicher auch der Treiber dieser ersten Erholungsgewinne, die nun aber vor einer entscheidenden Belastungsprobe stehen, unseres Erachtens. Nämlich, man sieht es sehr schön auch im Chart, dieser kurzfristige Abwärtstrend seit Anfang Mai verläuft im Moment bei 1.338 Dollar pro Unze. Den haben wir unmittelbar vor der Brust und dieses Widerstandsniveau wird noch verstärkt durch eine horizontale Zone. Die Tiefs von April und Mai 1.321 zu 1.339, sodass hier ein sehr markanter Kreuzwiderstand entsteht und den müssen wir einfach überwinden, damit aus der ersten technischen Aufwärtsreaktion vielleicht mehr erwachsen könnte. Gelingt dem Edelmetall dieser Sprung über die angeführten Hürden, dann sehen wir weiteres Erholungspotenzial bis knapp 1400 Dollar pro Unze. Aber auch für diejenigen, die etwas vorsichtiger sind, die ersten aufgelaufenen Kursgewinne absichern wollen, liefert der Chart im Moment eine wertvolle Hilfestellung. Denn um die ersten Erholungsgewinne nicht mehr aufs Spiel zu setzen, nicht mehr zu riskieren, können die Stops für bestehende Engagements angehoben und nachgezogen werden. Prädestiniert dafür das Niveau der 38-Tageslinie verläuft aktuell bei 1.312 Dollar pro Unz und das wäre unseres Erachtens ein Level, das sich hervorragend dazu eignet, bestehende Positionen abzusichern und dann kann man sich mit diesem Stop getrost zeigen lassen, ob es uns gelingt, diesen angesprochenen Kreuzwiderstand zu überwinden und damit neues Aufwärtspotenzial, weiteres Anschlusspotenzial zu generieren. Liebe Zuschauer, als zweites wollen wir uns heute die Klöckner-Aktie anschauen, also der Blick in den Mid-Cap-Bereich. Und Klöckner ist ja in den letzten Jahren durchaus zurückgeblieben. Das ändert aber nichts daran, dass wir im Moment in einer charttechnisch extrem spannenden Ausgangslage uns befinden. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit einen sogenannten Morningstar ausgeprägt, also ein positives Candlestick-Muster. Und mit diesem Candlestick-Muster haben wir punktgenau den Erholungstrend seit Mai 2012 bestätigt. Der verläuft aktuell bei 8,25. Und damit eine erste positive Weichenstellung vollzogen. Das ist aber nicht die einzige, denn der mitgebrachte Chart zeigt das sehr schön, dass wir zuletzt auch den kurzfristigen Abwärtstrend knacken konnten und die 38-Wochen-Linie zurückerobert haben. Beide Barrieren ungefähr 9,47, die 38-Wochen-Linie 9,29, der entsprechende kurzfristige Abwärtstrend. Beides überwunden, beides zu den Akten gelegt und das ist doch ein sehr guter Nährboden, um perspektivisch die Hochpunkte des im bisherigen Jahresverlauf, aber auch des Jahreshoch von 2012, jeweils ausgebildet im Dunstkreis der Marke von 12 Dollar ins 12 Euro, sorry, ins Visier zu nehmen. Und das ist dann die charttechnisch ganz entscheidende Frage. Auch da habe ich im Chartverlauf mal etwas weiter in die Zukunft geblickt, denn das ist gleichzeitig die Nackenlinie, die Nackenzone einer potenziellen unteren Umkehrformation in Form einer inversen Schulterkopf-Schulterformation. Im Chartverlauf lässt sich das schon ganz gut erkennen. Sprich, schaffen wir eines Tages diesen ultimativen Deckel bei rund 12 Euro aus dem Weg zu räumen,
dann hätten wir langfristig wirklich einen tragfähigen Boden ausgebildet und diese inverse Schulterkopf-Schulterformation komplettiert. Und das wäre dann das Startsignal dafür, dass wir auch mittelfristig bis längerfristig in eine erfolgversprechende Zukunft gehen. Aus charttechnischer Sicht ist Klöckner auch im Moment, und das macht eben die Situation so aussichtsreich im Moment, ein gutes Beispiel oder möglicherweise ein gutes Beispiel dafür, dass ein kurzfristig sehr vielversprechender Chartverlauf dann irgendwann auch mal in längerfristige Position wechseln kann, was jetzt noch kurzfristig mit Bewegungsrichtung ungefähr 12 Euro vielversprechend daherkommt, wird dann möglicherweise auch zu einer langfristig tragfähigen Position. Und darin liegt unseres Erachtens im Moment der besondere Charme dieses Klöckner-Charts. Also haben Sie diese Aktie im Blick, möglicherweise ein interessanter Trading-Kandidat, nicht nur für die nächste Woche. Das war's schon wieder für heute mit dieser Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Genießen Sie auch ein bisschen das schöne Wetter, genießen Sie die warmen Temperaturen. Wenn Sie traden möchten, haben Sie immer Ihr Risiko im Blick, denn das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Und ansonsten bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute, viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.